Was geht YouTube? Wir sind hier von Dualcore und es ist mal wieder Zeit für eine Ballist Prediction. Ganz genau. Servus Leute. Ja. Genau. 1. Juli, da kommt sie. Deswegen, wir knallen sie einfach mal hier raus. Unsere Prediction, beziehungsweise so eine Liste, wo man mal drüber sprechen kann. Hätten wir einfach mal gesagt, fangen wir doch einfach mal mit der verbotenen Liste an. Ganz kurz, als kleinen Einschieber, das ist unsere Meinung, ne? Ja. Also gerne in die Comments schreiben, was ihr denkt, was auf die Banlist gehört, was euch stört. Ihr könnt auch gerne mal die Karte in die Kommentare schreiben, die euch am meisten am Format auf die Nerven geht und dementsprechend auch vielleicht auf die Banliste gehört. Und ansonsten würde ich jetzt, wie gesagt, an Fabi das Wort übergeben und mit der ersten Rubrik starten, nämlich, beziehungsweise Decks. Wir haben uns jetzt auf die Meta-Decks beschränkt und danach kommen noch ein paar Karten. Also ab mit dem Metadex. Und zwar einmal Nadir Dina. Ja, ist eine sehr, sehr gute Karte. Von daher Invoke Chadol kann damit sehr, sehr gut arbeiten. Beziehungsweise einfach generell Drachma, beziehungsweise Dogmatica. Ja, von daher einfach quasi eine Karte vom Extra-Deck einmal auf den Friedhof schmeißen, dadurch nochmal Play generieren, als auch nochmal einen Search zu bekommen, ist extrem gut. Also die ganze Dogmatica-Engine ist einfach super gut. Die wird ja auch überall, mal wurde es mal direkt am Anfang mal ausprobiert und von daher, ja, ist mit Invoked Dogmatica Chadol eins der besten Decks überhaupt aktuell. Ja, das könnte man vielleicht mal ein bisschen wieder runtercutten. Genau. Ja, wo ich jetzt auch nochmal bei Invoked Chadol einhaken möchte, man kann natürlich sagen, Winder ist eine Karte, da könnte man sich vielleicht auch Gedanken machen, seitens Konami die nochmal irgendwie zu verbannen. Was heißt nochmal, die war noch nie verbannt. Aber was wir uns jetzt gedacht haben, warum wir auch den Nadir Dina eher nehmen, ist in diesem Splash-Deck mit Invoked, ist es tatsächlich eher so, dass ihr durch den Nadir auf das Schisma kommt, indem ihr die Epcalon abwerft. Das generiert euch als eben dieses Plus. Da muss man Winder nicht unbedingt für hitten, weil das Chadol pur ist natürlich auch sehr stark. Trap Chadol, die Engine ist immer noch krass und Winder ist immer noch gut. Aber es gibt dafür genug Outs. Schisma ist eine andere Geschichte, das ist ein bisschen heikler noch, darum zu spielen. Aber um die ganz normale Winder so geht's gerade noch klar. Also wenn sie denn wirklich in dem Zug beschworen wurde vom Gegner und nicht in eurem. Ja, komme ich zum nächsten Deck, nämlich Dino, Leute. Und ist ja quasi immer bei uns auf der Banlist vertreten, ja. Irgendwie. Jetzt aber nicht Oviraptor oder Faschidosaurier, wobei Faschidosaurier wirklich, wenn man Dino richtig hitten möchte, wäre Faschidosaurier der richtige Pick. Man schaut aber aufs OC. Die haben es immer richtig hart gemacht. Richtig, die haben es rapide runtergesetzt. Ja, wo wir uns drauf geeinigt hatten unter uns in der Gruppe war Fossil Dig, also fossile Grabung auf 1, damit die Consistency halt dadurch geschwächt wird. Im Hinblick darauf, dass Scrap Raptor natürlich auch noch ein Dino ist und man den auch noch in verschiedensten Decks splashen kann mit der Engine. Ja, deshalb wäre das ein Consistency-Hit für Dino, speziell jetzt, weil es das Beste von diesen Scrap-Decks ist, unserer Meinung nach. Könnt ihr aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das ist ein bisschen tricky, Dino zu hitten, ohne es jetzt direkt zu zerstören. Ja. Weil Dino ist nicht das beste Deck im Moment. Es gehört wirklich zu Tier 2, Tier 1.5, Tier 1 vielleicht für manche. Aber es ist nicht das beste Deck und daher auch nicht das riesige Problem. Ja, ja, das Dino ist immer so ein Ding mit, wenn die Meta wieder neu definiert wird durch neue Sets, dann kann man damit schon mal ein bisschen scouten. Dann wird genau. Ganz gut. Richtig. So, aber kommen wir zum letzten Deck hier und zwar Dragonlink. Ja, wie ebenfalls mit Dino, wir haben Dragonlink hier auf der Liste, weil wir können Dragonlink absolut nicht leiden. Und wie immer, LP. Ja, das Dragonlink ist ein echt wirklich starkes Deck und schon seit Monaten. Jahren. Ja, und von daher, wir wollen es nicht mehr wirklich sehen, von daher würden wir diesen LP-Bann doch sehr präferieren, aber mal gucken, es würde das auf jeden Fall überleben und es würde noch weiterhin gut nerven können. Es gibt deutlich andere Wege als über LP, aber es ist eine sehr, sehr starke Karte in diesem Set. In diesem Deck, nicht Set. Ja, also LP, gar keine Frage. Ich denke, da brauchen wir auch, das verwundert euch jetzt auch nicht. Die Karte ist im Moment einfach unglaublich stark und Dragonlink ist ja immer noch das beste Deck im Moment. Konstanz und Stärke wirklich unübertroffen. Deshalb LP auf jeden Fall weg. Ich mache jetzt mal mit den Einzelkarten weiter. Da kommen wir zur nächsten Rubrik. Und zwar Tanky. Das ist jetzt vielleicht für manche ein bisschen... Oh, Tanky wäre aber nicht von uns auf dieser Liste, sondern auf der nächsten Banliste. Wir wollten jetzt nur mal sagen, dass es eine Prediction wäre, die man auch vielleicht seitens Konami machen könnte, in Erwägung ziehen könnte. Wenn Tanky hittet sowohl Zodiac als auch Tri-Brigade, aber Tri-Brigade, unserer Meinung nach, ist das noch nicht allzu lange in Tier 1.
ist ja erst seit eigentlich Lightning Overdrive jetzt wirklich in der Tier 1 richtig angekommen. Man hat das ja jetzt auch in einem Extravaganzas in Großbritannien, Belgien und wo auch überall sonst noch die Extravaganzas gespielt wurden, gesehen. Zoodiac und Tri-Brigade haben das wirklich dominiert, waren die meistgespielten Decks, und wenn sich das noch so hält, könnte man vielleicht Tanky in der nächsten Banliste in Erwägung ziehen, dass man den Consistency-Hit fährt, vor allem für beide Decks, weil Zoodiac pur darf man auch nicht außer Acht lassen, hat glaube ich die UK gewonnen. Ja, also wie gesagt, das wäre auf jeden Fall ein Hit, den man noch hier im Hinterkopf behalten sollte. Und nicht zu vergessen, Tanky war ja schon mal auf 1 in der ganzen Zoodiac-Ära, als auch zum Beispiel Rotor für Krieger eben, da ist ja auch auf 1, also ist ungefähr dann so in der gleichen Region. Richtig. Gut, aber nächste Karte, und zwar Cold by the Grave. Ja, wir würden sie gerne wieder haben, weil Designator bzw. Crossroad Designator, wie er komplett heißt, die Karte gibt es im OTG, aber wir kriegen sie hier im TCG verdammt nochmal nicht. Und da diese Karte einfach, beziehungsweise da Handtraps immer wieder sehr wichtig sind und er auch aktuell einfach wieder gefühlt minimalster Deckcore, riesig viel Fallen und Handtraps, würden wir das doch wieder ganz gut finden, wenn die Karte wieder irgendwie auf 2, vielleicht so als erstes quasi, und dann wieder auf 3 kommt. Aber dass die Karte irgendwie mal wieder von der Banlist ein bisschen wieder entlastet wird, weil die Karte einfach echt eine wichtige Karte irgendwo ist. Richtig. Ja, was auch eine wichtige Karte für ganz, ganz viele Decks ist, ist Dragoon. Ich denke, das war das eher ebenfalls so most obvious hier, was wir in dem Video hätten ansprechen können. Ich glaube, ganz, ganz viele sind von euch der Meinung, dass Dragoon auch zu unfair ist. Ich würde ihn jetzt nicht zu unfair nennen, weil es gibt genug Karten, die den outen können. Aber er ist eher sehr, sehr stark. Also er ist extrem stark. Vor allem ist er splashable. Ja. Die Engine ist einfach in fast jedem Deck vertreten. Die Karte ist einfach ein Bossmonster, was vor allem Rogue-Decks richtig, richtig Probleme bereitet. Und das ist halt das Ding. Die Karte ist natürlich extrem gut geschrieben und sie geht halt jedem auf den Nerv. Wie gesagt, natürlich, es spielen viele Decks. Viele Decks würden dadurch gehittet werden quasi, weil sie ihr Bossmonster verlieren. Aber so eine Karte, ich vergleiche es jetzt ganz gern mal mit Masterpiece, wobei man den noch nicht mal splashen konnte. So richtig, ihr versteht, was ich meine. True Draco Engine natürlich, ist klar. Aber den kommt man nicht in jedem Deck spielen. So, Masterpiece ist auch weg. Masterpiece war quasi sogar schlechter geschrieben. Deutlich schlechter geschrieben als diese Karte hier. Deshalb, man muss... Der Vergleich ist jetzt nicht das Hauptargument, aber die Karte ist einfach busted. Und deshalb sollte man vielleicht auch den Dragoon hitten. Gerade auch ganz kurz erwähnt, die anderen beiden Karten, Anaconda und Red Eyes Fusion, können beide ersetzt werden. Durch diverse andere Karten, Red Eyes Insight oder halt hier den Schlammdrachen, sieht man ja in Virtual World im Moment. Da muss man aufpassen, weil eigentlich ist Dragoon wirklich diese Karte, die gehittet werden muss. Red Eyes Fusion, klar, könnt ihr immer noch spielen, kann man aber wie gesagt auch ersetzen, genauso wie Anaconda. Deshalb muss man da ein bisschen mit Vorsicht dran. Genau. Und wie eben schön erwähnt mit hier Masterpiece und so. Ja, was haben wir denn da schön? True Draco mit großer Liebe. Ja, deswegen Dynamite. Ich groß Hass, er groß Liebe, aber Dynamite, ja. Ganz ehrlich, was macht aktuell True Draco? Nix, man hört nicht mal irgendwas, man hört nicht mal ein Piepsen davon. Und deswegen kann man die Karte auch einfach mal wieder zurückholen. Auch wenn sie, ja, echt einen guten Effekt hat, aber es bringt... Es passiert ja nichts. Und es wird ja nicht auf einmal so sein, dass das Deck auf einmal wieder dann Top-Meter ist. Oder nee, es ist einfach nur noch ein Fun-Deck. Und ich glaube, Konami hatte einfach noch ein kleines Trauma von sich mitgetragen, weswegen die Karte immer noch da ist, wo sie gerade ist. Aber sie ist eigentlich nicht mehr begründet dort. Ich würde sagen, solange Diagram und Masterpiece sowohl auf 1 als auch gebannt sind, ist das Deck nicht mehr so viable, wie es früher mal war. Gerade zum Beispiel, wenn man sich anguckt, was Eldritch macht als Control-Deck, ist das hier eigentlich, ich möchte jetzt ganz vorsichtig sagen, ein Witz. Das Deck ist immer noch nicht schlecht, um Gottes Willen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ja, wo wir jetzt aber bei dem nächsten Deck wären, was alte, wirklich alte Liebhaber hat, auch der hier bei mir sitzt, Trickster Lightstage, sehen wir jetzt eigentlich nicht mehr als das Riesenproblem. Ihr könnt auch ganz kurz erklären, warum das so ist. Nämlich, diese Karte wurde eigentlich nur gebannt, weil Orkus damit instant auf eine Nightmare Mermaid kommen konnte. Und dann wurde sie, glaube ich, einfach noch gebannt gelassen, beziehungsweise auf 1 gelassen, weil man damit auch Dragoon instant bauen kann. Was auch nicht so healthy fürs Spiel ist.
Weshalb, wenn Dragoon gehittet werden könnte oder würde, dann würden wir die Lightstitch auch auf 2 auf jeden Fall mal sehen, weil Trickstar an sich pur, ganz ehrlich Leute, da müsst ihr mir jetzt leider Gottes zustimmen, denke ich, aber das macht nichts. Ja, ja. Die Karte ist super stark, keine Frage. Gerade Going Second ist die Karte richtig gut, aber das war's halt auch. Ne? Diese Splashable Engines davon werden dann dadurch reduziert, wenn man halt die Bossmonster nimmt. Und dann sehen wir eigentlich kein großes Problem mehr, Light Stage auf 2 auf jeden Fall erstmal zurückzubringen. Ja, ist dann eben so ein Engine für Decks, die da ein bisschen noch im Link leiten möchten über diesen Weg. Aber ich glaube, selbst über den Weg wäre es immer noch irgendwie ziemlich egal. Genau. Richtig. Naja, aber was auch wieder für ältere Spieler ist, und zwar vor allem für die guten Pendelspieler, Joker. Und zwar Skullcrawler, Joker. Ja, wir sagen es, glaube ich, in jeder Balance Prediction. Und zwar, es gibt so viele Decks mit einem Searcher. Ja, wir haben zum Beispiel Oviraptor bei den Dinos und überall woanders. Jedes Deck hat das. Und genauso Pendel. Und deswegen, ja, macht Pendel aktuell irgendwas in der Meta? Nee. Oder haben wir zum Beispiel hier das gute Link 2 Monster, der Electromite, der ist ja auch schon so lange weg. Deswegen, Pendel würde nicht so viel machen und von daher kann man Joker durchaus mal wieder von der Banlist zurückholen. Solange Affibot und Joker nicht zusammen erlaubt sind, ist alles gut. Weil dann habt ihr halt direkt eine Scale von, ich glaube, wie viel waren es? 1 bis 8? Ja, das ist halt dann broken für Pendel. Ja, letzte Karte bei uns auf der Liste und das ist auch die, die ich am wenigsten kenne und ich glaube, da kannst du dich anschließen. Ja. Hatte Dennis uns hier auf die Liste geschrieben, Infernity Archfiend. Ich weiß auf jeden Fall, dass es mit das wichtigste Combo-Piece in Infernity ist. Das Deck war ja 2014, glaube ich, hat das die Worlds gewonnen. Seitdem her ist Lavalval Kette und Infernity Archfiend und so ist alles weg. Und Archfiend wäre natürlich klasse für das Deck, nochmal Zugriff drauf zu haben. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr zu Infernity Archfiend sagt. Und jetzt wären wir auch, glaube ich, am Ende des Videos angelangt, Leute. Nice. Wenn ihr gerade bei den Kommentaren schon seid, schreibt einfach mal rein, wie ihr das Video fandet, wie fandet ihr die Liste. Wir hatten eigentlich dieses Mal ein wirklich sehr gutes Gefühl, weil wir uns echt vorstellen können, dass hier ein, zwei Sachen wirklich davon genommen werden. Man weiß ja, die Banlisten fallen ja in dieser speziellen Zeit im Moment relativ klein aus. Aber schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was würdet ihr gut finden, was fandet ihr an der Liste verbesserungswürdig. Ja. Und ansonsten liken, hypen nicht vergessen. Ne? Und nicht zu vergessen, wie schon am Anfang erwähnt, das ist nur so eine Liste an Karten, wo wir drüber mal sprechen wollten, beziehungsweise was wir uns durchaus vorstellen können. Und jetzt nicht mit, das wird so passieren, das immer ruhig mit den Pferden. Richtig, subjektiv. Genau. So, subjektive Meinung, gerne wie gesagt in die Kommentare. Und ansonsten würden wir sagen, haut da rein, viel Spaß. Und mal gucken, was die Liste bringt. Haut rein, Leute. Ciao.